5. Amadi Düdü las noch einmal die Botschaft, die er gerade erhalten hatte, und die den Briefkopf der Hauptgesellschaft und die Unterschriften von zwei Mitgliedern des Verwaltungsrates, darunter die des Präsidenten, trug. Seine Augen verweilten mit genießerischer Zufriedenheit auf bestimmten Wörtern, und er begann Sätze in seinem Kopf vorzubereiten, um seine Zuhörer zu beeindrucken. Er musste sie im großen Saal des Hotels Barizone zusammenrufen, je früher, umso besser, am besten und auf jeden Fall nach der Arbeit, und zuvor einmal nachsehen, ob Barizone ein Podium besaß. Eine Klausel des Briefs betraf Barizone selbst und sein Hotel. Mit den Maßnahmen ging es ganz schnell, wenn sich eine große Gesellschaft darum kümmerte. Die Pläne für die Eisenbahn waren praktisch abgeschlossen und immer noch kein Schotter. Die Lastwagenfahrer suchten ununterbrochen. Manchmal ließen sie etwas von sich hören, oder aber einer von ihnen tauchte unverhofft mit seinem Lastwagen auf und fuhr fast gleich darauf wieder ab. Amadi war etwas aufgebracht über diese Schottergeschichte, aber die Eisenbahnlinie wurde trotzdem gebaut, in einiger Entfernung vom Boden, auf Unterlagen. Carlo und Maron machten nichts. Zum Glück gelang es Arlan, das Höchstmaß aus ihnen herauszuholen, und sie brachten es beide fertig, 30 Meter Eisenbahnlinie am Tag zu verlegen. In 48 Stunden würde man damit anfangen, das Hotel zu durchschneiden. Es klopfte an der Tür. »Herein«, sagte Amadi knapp. »Buongiorno«, sagte die Pfeife, als sie hereinkam. »Guten Tag, Barizone«, sagte Amadi. »Sie wünschen mich zu sprechen?« »Ja«, sagte Pippo. »Was fällt diesen Säuen von der Eisenbahn ein, dass sie sich direkt vor mein Hotel legen? Was habe ich denn damit zu saffen?« »Der Minister hat gerade ein Enteignungsdekret unterschrieben, das Sie betrifft«, sagte Amadi. »Er hatte die Absicht, Sie heute Abend davon zu verständigen.« »Das sind wieder so großkopfe diplomatische Geschichten«, sagte Pippo. »Wann wirst du das da weggeschafft?« »Wir werden gezwungen sein, das Hotel abzureißen, um die Eisenbahnlinie mitten hindurchgehen zu lassen«, sagte Amadi. »Ich musste Ihnen Bescheid geben.« »Was«, sagte Pippo, »das berühmte Hotel Barizone abreißen, wo alle, die meine Spaghetti alla Bolognese versucht haben, ihr Leben lang bei Pippo geblieben sind?« »Das ist bedauerlich«, sagte Amadi, »aber das Dekret ist unterzeichnet. Betrachten Sie das Hotel als zugunsten des Staates beschlagnahmt.« »Ja, und ich«, sagte Pippo, »was geschieht denn mit mir? Ich kann wohl wieder Chef-Tranchierer werden, wie?« »Sie werden entschädigt werden«, sagte Amadi, »sicherlich nicht sofort.« »Diese Schweine«, murmelte Pippo. Er drehte Amadi den Rücken zu und ging hinaus, ohne die Tür hinter sich zuzumachen. Amadi rief ihn zurück. »Machen Sie die Tür zu.« »Hey, das ist nicht mehr meine Tür«, sagte Pippo wütend. »Machen Sie sich selbst zu.« Er ging weg, wobei er Flüche mit meridionalem Klang vor sich hin murmelte. Amadi dachte, dass er Pippo zusammen mit dem Hotel hätte beschlagnahmen lassen sollen, doch das Verfahren war komplizierter und die Formalitäten hätten zu viel Zeit in Anspruch genommen. Er stand Auge in Auge vor Angel, der ohne anzuklopfen hereingekommen war, und das aus gutem Grund. »Guten Tag, Monsieur«, sagte Angel. »Guten Tag«, sagte Amadi, ohne ihm die Hand zu geben. Er beendete seinen Gang und setzte sich wieder. »Machen Sie bitte die Tür zu«, sagte er. »Sie wünschen mich zu sprechen?« »Ja«, sagte Angel, »wann werden wir bezahlt?« »Sie haben es aber sehr eilig.« »Ich brauche das Geld, und wir sollten schon seit 3 Tagen bezahlt sein.« »Ist Ihnen eigentlich nicht klar, dass wir hier in einer Wüste sind?« »Nein«, sagte Angel, »in einer richtigen Wüste gibt es keine Eisenbahn.« »Das ist ein Sophismus«, meinte Amadi. »Und genau das wollen wir von Ihnen«, sagte Angel. »Der 975 kommt oft hier vorbei.« »Ja«, sagte Amadi, »aber man kann einem verrückten Fahrer keine Sendung anvertrauen.« »Der Schaffner ist nicht verrückt.« »Ich bin mit ihm gefahren«, sagte Amadi, »ich kann Ihnen versichern, dass er nicht normal ist.« »Das ist lange her«, sagte Angel. »Sie sind ein netter Junge«, sagte Amadi. »Physisch, meine ich, Sie haben eine ziemlich angenehme Haut. Deshalb werde ich Ihnen anvertrauen, was Sie erst heute Abend wissen werden.« »Aber nein«, sagte Angel, »denn Sie werden es mir ja jetzt sagen.« »Ich werde es Ihnen nur sagen, wenn Sie wirklich ein netter Junge sind. Kommen Sie her.« »Ich rate Ihnen, mich nicht anzurühren«, sagte Angel. »Jetzt schaue sich das einer an. Er ist sofort eingeschnappt«, rief Amadi aus. »Seien Sie doch nicht so steif, Mann.« »Das sagt mir überhaupt nichts. Sie sind jung. Sie haben noch Zeit genug, sich zu ändern.« »Sagen Sie mir jetzt, was Sie mir zu sagen haben, oder soll ich gehen?«, sagte Angel. »Nun gut, Ihr Gehalt wird um 20% gekürzt werden.« »Wessen Gehalt?« »Ihres, das von Anne, den ausführenden Organen und Rochelle, ausgenommen Arlan.« »So ein Schweinehund, dieser Arlan«, murmelte Angel.
Wenn Sie ein wenig guten Willen zeigen würden, sagte Amadie, hätte ich Ihnen das ersparen können. Ich bin voll guten Willens, sagte Angèle. Ich war mit meiner Arbeit 3 Tage früher fertig, als Sie es von mir verlangt hatten, und mit der Berechnung der Elemente für den Hauptbahnhof bin ich fast fertig. Ich will nicht näher darauf eingehen, was ich unter gutem Willen verstehe, sagte Amadie. Wenn Sie näher darüber aufgeklärt werden wollen, können Sie sich an Dupont wenden. Wer ist Dupont? Der Koch des Archäologen, sagte Amadie. Ein netter Junge, dieser Dupont, aber ein böses Luder. Ach ja, ich weiß jetzt, wen Sie meinen. Nein, sagte Amadie, Sie verwechseln ihn mit Ladier. Ladier widert mich an. Dabei, sagte Angèle, nein, wirklich, Ladier ist ekelhaft. Außerdem ist er verheiratet gewesen. Ich verstehe. Sie können mich nicht riechen, wie? Fragte Amadie. Angèle gab keine Antwort. Ich weiß genau, das ist Ihnen unangenehm. Wissen Sie, es ist nicht meine Art, jedem Beliebigen vertrauliche Dinge zu erzählen, aber ich werde Ihnen das Geständnis machen, dass es mir völlig klar ist, was Sie alle von mir denkt. Na und? Sagte Angèle. Nun, es ist mir wurscht, sagte Amadie. Ich bin nun mal Päderast. Was wollen Sie daran ändern? Ich will nichts daran ändern, sagte Angèle. In gewisser Hinsicht ist es mir sogar lieber. Wegen Rochelle? Ja, sagte Angèle, wegen Rochelle ist es mir lieber, dass Sie sich nicht um sie kümmern. Weil ich verführerisch bin, fragte Amadie. Nein, sagte Angèle, Sie sind abscheulich, aber Sie sind eben der Chef. Sie haben eine merkwürdige Art, Sie zu lieben, sagte Amadie. Ich weiß, wie sie ist. Auch wenn ich sie liebe, sehe ich sie dennoch. Wie können Sie nur eine Frau lieben, sagte Amadie. Er schien zu sich selber zu reden. Das ist unvorstellbar, diese weichen Dinge, die Sie überall haben, diese feuchten Falten, wie man es nennen könnte, es lief ihm kalt den Rücken runter. Entsetzlich. Angèle begann zu lachen. Nun, sagte Amadie, auf jeden Fall sagen Sie an, nicht Bescheid, dass Ihr Gehalt gekürzt wird. Ich habe Ihnen das ganz im Vertrauen gesagt, von Frau zu Mann. Danke, sagte Angèle. Und Sie wissen nicht, wann das Geld kommen wird? Ich weiß es nicht, ich warte darauf. Gut. Angèle senkte den Kopf, schaute auf seine Füße, fand nichts Besonderes an ihnen und hob wieder den Kopf. Auf Wiedersehen, sagte er. Auf Wiedersehen, sagte Amadie, und denken Sie nicht an Rochelle. Angèle ging hinaus und kam sofort wieder herein. Wo ist sie? Ich habe sie an die Haltestelle des 975 geschickt, um die Post abzugeben. Gut, sagte Angèle. Er verließ den Raum und machte die Tür zu.